Herzlich willkommen an der Hochschule Fresenius und herzlich willkommen im Kompetenzcenter Entrepreneurship. Mein Name ist Maximilian Faust, Leiter des Kompetenzcenters Entrepreneurship. Im Prinzip die Gründungsförderung an unserer Hochschule, die Plattform, die Stelle, die Anlaufstelle für junge Gründerinnen und Gründer. Ich bin selbst Gründer, täglich im Prinzip mit vielen Gründerinnen und Gründern im Gespräch, aber heute sehr besonders, sehr exklusiv. Weil mir sitzen hier zwar virtuell, nicht persönlich, aber virtuell, zwei echte erfolgreiche Gründer gegenüber, nämlich Nico und Alex von Simple Club. Und ich freue mich auf ein tolles Gespräch, auf einen tollen Gründertalk mit euch zu unterschiedlichen Fragen, zu eurer Gründerstory, zu eurem Gründergeschäftsmodell, aber natürlich auch zur Gründungsförderung, echte Tipps, Tricks und Hacks, was ihr anderen Gründerinnen und Gründern empfehlen würdet. Ja, lieber Nico, lieber Alex, herzlich willkommen an der Hochschule Fresenius. Danke. Ja, moin. Vielleicht könnt ihr kurz vorstellen, was ist denn Simple Club konkret? Ja, Simple Club ist eine Lern-App für Schüler, Studenten und Azubis. Und unser Ziel ist es eigentlich, ein Tool zu entwickeln, was dir dabei hilft, Wissen in deinen Kopf zu bekommen. Und eben nicht so Bulimie-Lernartig, sondern wirklich so, dass es langfristig verankert wird. Genau, wir sind jetzt aktuell in Deutschland und planen die nächsten Jahre das Ganze europaweit auszurollen und irgendwann ist unser Ziel, die Nummer 1 Lern-App auf der Welt zu sein. Vielleicht eine kurze Anekdote, ich arbeite auch viel mit Ludwig Fresenius zusammen und er erzählt mir immer, er besucht alle Immatrikulationsveranstaltungen der Hochschule Fresenius und dann fragt er immer alle neuen Studierenden, wer von euch kennt Simple Club und es gehen wirklich alle Hände nach oben und dann sagt er immer, das ist ja Wahnsinn und ein mega erfolgreicher Unternehmer, wie ihr wisst, Ludwig Fresenius. Wie habt ihr es geschafft, so bekannt zu werden? Boah, das ist ein mega Kompliment von so einem Gründer, das zu hören immer. Wir haben ihn auch mal persönlich kennengelernt. Grüße an ihn. wie hat das angefangen? Ich glaube, der größte Impact in der Geschichte bisher war auf jeden Fall, dass wir auf YouTube angefangen hatten und dass da eine Community aufgebaut haben. Weil hätten wir von Anfang an unsere eigene Lern-App gemacht, dann hätten wir sie natürlich vermarkten müssen wie jeder andere, aber dadurch, dass wir zuerst auf Social Media dann auch eine gewisse Bekanntheit hatten, konnten wir diese Community einfach rüberziehen und hatten schon ein gutes Vertrauensverhältnis dazu. Und diese Kombination aus einer Community, die einem sowieso ständig folgt und wirklich auch dankbar ist für die Dinge, die man tut, wofür wir auch wiederum sehr dankbar sind, und eben eine App, die genau das bietet, was die Leute wollen, das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass das Ganze jetzt immer größer wurde. Klingt mega spannend. Könnt ihr vielleicht ein bisschen noch was zum Ursprung eurer Idee sagen? Also ihr habt ja auch aus der Schule heraus gegründet. Wie seid ihr zu dieser Idee gekommen? Wie habt ihr es geschafft, dann auch mit der Idee PS auf die Straße zu bringen? Wie ist Simple Club konkret geboren worden? Also genau, wir haben angefangen in der 11. Klasse oder die ersten Ideen waren vielleicht sogar schon Ende 10. Und was wir halt damals gemerkt haben, also es war noch lange nicht dieses Bild von Simple Club, was wir heute hatten, sondern wir haben halt einfach gemerkt, hey, wir waren in der Oberstufe, alle haben Mathe, irgendwie jeder hat Probleme in Mathe, wir waren relativ gut. Das war so dieser eine Aspekt und der andere Aspekt war, dass wir irgendwie selber Bock hatten, was zu gründen. Also um das vielleicht auch nochmal so auszuholen, wir haben so mal so in der 9., 10. den Film The Social Network geguckt und der hat uns irgendwie so motiviert, dass wir gedacht haben, hey geil, lass auch ein soziales Netzwerk gründen, voll die geile Story hier von Facebook. Und haben dann auch ein soziales Netzwerk gegründet, was komplett ein Flop war. Aber das war so der erste Moment, wo wir gemerkt haben, hey, das ist cool, irgendwie sowas Eigenes zu starten. Und die Energie wahrscheinlich haben wir dann halt so in der 11. Klasse mitgenommen und gesagt, hey, wir haben Bock, was Eigenes zu starten, haben da aber dann halt auch mal die Frage gestellt, okay, was ist denn überhaupt ein Problem, was man lösen könnte, weil jetzt noch ein neues soziales Netzwerk hat halt nicht wirklich ein Problem gelöst. Und das war dann der Punkt, wo wir gemerkt haben, ja, Mathe ist ein Problem. Es gibt, damals gab es schon Mathe-Videos, aber die waren super langweilig produziert. Und dann haben wir halt gesagt, 11. Klasse, yay, bam, wir machen jetzt die coolsten Mathe-Videos Deutschlands. Wir bringen das jetzt mal richtig professionell auf ein neues Level, sodass man richtig Bock hat, sich das anzugucken. Und haben dann die ersten Videos damals gestartet. Ich persönlich glaube ja, die meisten Schüler haben andere Gedanken in dem Moment, als wie kann ich jetzt sofort als Problemlöser agieren und eine Gründung vorantreiben.
Viele Studierende haben echt gute Ideen. Wir erleben das tagtäglich an der Hochschule Fresenius. Hier kommen wirklich die dollsten Ideen auf uns zu. Studierende klopfen bei uns an, kommen auf mein Team zu und sagen, hey, ich möchte das und das gründen. Meine Erfahrung zeigt dann, die wenigsten schaffen das, was ihr ja geschafft habt, diesen Turnover von einer Idee zu einem Geschäftsmodell. Also wirklich ins Machen, ins Tun reinzukommen, PS auf die Straße zu bringen. Also diesen Turnover zu schaffen. Habt ihr Tipps, vielleicht auch die Frage, wie habt ihr es geschafft oder habt ihr auch konkrete Tipps, wie unsere Gründerinnen und Gründer noch mehr PS auf die Straße bringen können und diesen Turnover schaffen können? Dazu eine kleine Anekdote. Wir hatten es letzte mit einem Kumpel wieder drüber. Wir haben mal so, das war vor Simple Club, auch vor diesem sozialen Netzwerk, haben wir mal eine Band gegründet. Und wir haben die Band komplett falsch gegründet. Also wir haben gesagt, wir machen jetzt eine Band. Dann haben wir es erstmal, okay, fair enough, wir haben uns mit einem Namen auseinandergesetzt, aber es hat nicht beim Namen aufgehört, sondern wir haben uns dann wochenlang überlegt, wie dieses Logo für diese Band aussieht. Dann war es immer noch nicht genug. Dann haben wir uns gedacht, lass mal eine richtig geile Website für diese Band machen. Dann haben wir wochenlang eine Website für die Band gemacht, eine Facebook-Seite für die Band gemacht, alles aufgezogen, aber hatten wahrscheinlich eine einzige Probe, wenn überhaupt. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen überspitzt erzählt, aber ich glaube, dass das viele eben auch machen, wenn sie sagen, ich will jetzt ein Unternehmen gründen, dass sie sich von vornherein alles durchüberlegen, Logos entwerfen, T-Shirts drucken, Tassen drucken lassen, bevor sie überhaupt sich Gedanken gemacht haben, was ist mein Produkt, was ist das Problem, was ich eigentlich lösen will. Und da ist, glaube ich, der beste Tipp, so früh wie möglich in diese Produktentwicklung reinzugehen. Aber das nicht nur wieder im Geheimen zu machen, sondern auch direkt wieder mit Nutzern zu sprechen. Ich entwickle keine Website und zeige die Nutzer, sondern ich mache mal einen Wireframe davon und zeige den dann direkt schon Nutzern. Weil diese Gespräche mit anderen, die Idee weiter zu erzählen, zu gucken, okay, was ist wirklich denn sein Problem? Wofür ist er bereit, Geld zu zahlen? Das sind alles Sachen, die findet man iterativ raus. Die findest du nicht raus, indem du dich 4 Wochen in ein Zimmer einsperrst. Und wenn du das erstmal gemacht hast, dann hast du auch eben dieses Skin in the Game und es geht von alleine voran. Also so als Tipp formuliert, eben so früh wie möglich mit Leuten sprechen, nicht Angst haben, dass die Idee jemand klaut, sondern einfach diese ersten Schritte in die Produktentwicklung zu gehen. Und wenn es der größte Grab am Anfang ist, trotzdem einfach anzufangen. Ja, da kann ich kurz ergänzen, wenn man das mal weiterdenkt, also nicht nur als einen Tipp formuliert, sondern wirklich als Roadmap. Um ehrlich zu sein, haben wir zu lange gebraucht. Also wir sind im Nachhinein unzufrieden mit der Geschwindigkeit, die wir hatten, die aber einfach dadurch kam, dass wir super viele Fehler gemacht haben, die wir hätten vermeiden können. Deswegen war eine ganz klare Roadmap, die im Nachhinein wahrscheinlich deutlich schneller funktioniert hätte. Schritt 1 ist wirklich diesen Product-Market-Fit rausfinden. Und das ist das, was Nico gesagt hat, wirklich testen, aber iterativ. Man fängt mit einem ganz kleinen Prototyp an für ein ganz bestimmtes Problem. Und der Prototyp muss dieses MVP sein, ne? Also Minimum Viable Product, wobei das schon gut genug sein muss, um wirklich die Testergebnisse zu bekommen, die man haben will. Ne? Das darf halt kein Crap sein, sonst testest du Crap. Wenn du das rausgehauen hast, dann testest du, kriegst Feedback und entwickelst dann weiter. Und vielleicht ist das Feedback sogar, jo, das Problem, also dass die Leute checken, in welche Richtung es gehen soll, aber das Problem einfach nicht vorhanden ist und dafür gar keine Lösung gebraucht ist, dann ist das nämlich ein gutes Zeichen dafür, die ganze Kacke zu lassen und was anderes zu suchen. Das ist nämlich vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Aber in den meisten Fällen, wenn man schon eine Idee im Kopf hat, dann versucht man die ja schon auf ein Problem anzuwenden und dann sollte das grundsätzlich passen. Aber von da aus dann wirklich iterativ zu testen und ein Step nach dem anderen zu gehen. Das haben wir dann erst vor 2 Jahren mit der App gemacht und wirklich das Modell Sprint verfolgt. Da gibt es auch ein geiles Buch dazu. Das ist von Google Ventures oder von Leuten von Google Ventures. Das unbedingt mal kaufen und wirklich dieses Modell verfolgen. Da geht es eben darum, wie du innerhalb von 5 Tagen von einer Hypothese über einen Prototypen hin zu einem Testing deine Hypothesen validieren kannst und dann eben in den nächsten Step gehst. Das heißt, du launchst dann am Ende ein Produkt, von dem du schon 1000 Mal gehört hast, wie gut es ist. Du bist dir also sicher, dass es funktioniert. Und wir können es bestätigen, wir haben es genauso gemacht und dann eben jetzt November 2019 gelauncht und es hat funktioniert, es ging ab. Und das, was man dazu noch zusätzlich sagen kann, das ist vielleicht ein Insight, den wir eben hatten. Ich glaube, Arnold Schwarzenegger hat das immer gesagt, work hard and advertise.
Also nicht nur in deinem stillen Kämmerchen irgendwas machen, sondern auch immer die Leute mitnehmen, was du gerade machst. Weil scheißegal, wie wenig Leute es sind, wenn die Bock drauf haben, das zu sehen, was du machst, ist es praktisch dein Tribe. Und von diesen Leuten gibt es irgendwo mehr. Und das ist das, was wir immer versucht haben. Wir haben was gebaut, die Leute direkt mitgenommen, weil als wir gelauncht hatten, haben wir dann direkt schon ein paar tausend Leute gehabt, die heiß auf dieses Produkt waren und dann direkt am Start waren, als wir es gelauncht haben. Und das ist verdammt wertvoll. Top-Empfehlung, die du ansprichst, gerade auch das ganze Thema Prototyping. Und ich bin erleichtert, dass das, was wir immer jeden Tag empfehlen, anscheinend sich hier gerade widerspiegelt. Nämlich auch weniger vielleicht immer nur über die Idee reden, sondern relativ schnell auch in die Visualisierung, ins Prototyping kommen. Man fängt ganz anders an, Gedanken zu knüpfen, nachzujustieren an gewissen Stellschrauben. Und es kann ja manchmal auch wirklich das ganz klassische, einfache Mockup sein, was man vielleicht auch nicht unbedingt gleich in Photoshop hochlädt, sondern auch einfach mal mit einem Bleistift auf ein Blatt Papier auf ein Weißes zeichnet. Weil das ist, glaube ich, der richtige erste Schritt, um direkt in ein Machen reinzukommen und nicht immer nur drüber zu reden. Was natürlich aber auch wichtig ist, erzähle so vielen, wie es nur geht, von einer Geschäftsidee. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal jemanden kennengelernt, dem man die Geschäftsidee geklaut hat? Ja, uns wurde mal die Suppe, glaube ich, Idee geklaut. Das kann man jetzt. Ein YouTube-Kanal, der hat sich genau gleich gebrandet, die Videobeschreibung von uns kopiert und so weiter. Also, aber den gibt es witzigerweise immer noch. Die haben dann einen Ticken anderen Weg eingeschlagen, aber die müssen wir noch an. Aber ich denke, was mir dazu noch eingefallen ist, weil das war was, was wir so richtig auf den Punkt erst auch so die letzten Monate realisiert haben. Also wir haben es vorher gewusst, aber noch nie ausformuliert bekommen. Nämlich das Thema Vorbilder nutzen, aber dann immer berücksichtigen, auf welchem Stand ein Vorbild ist. Wir orientieren uns nämlich krass an Firmen wie Spotify, Netflix, einfach von der Herangehensweise. Aber da musst du extrem als Gründer aufpassen, dass du immer bedenkst, okay, ich kann mich an Spotify orientieren, aber ich kann nicht die Systeme von Spotify in mein kleines Startup implementieren, weil ich auf einem ganz anderen Stadium bin. Das heißt, wenn du zum Beispiel eben, hey, die machen irgendwie Marketing mit geilen Tassen, heißt nicht, dass das sich bei uns jetzt schon lohnt. Oder die bauen jetzt ihren Tech-Stack richtig kompliziert und langfristig auf, heißt nicht, dass du das im ersten Monat deiner Gründung machen musst, wenn du nicht mal weißt, ob deine App überhaupt angenommen wird. Also das sind immer so diese Vergleiche, die man ziehen muss. Ja, okay, Spotify macht das so, aber lässt sich das auch wirklich auf uns jetzt aktuell anwenden? Das ist, glaube ich, super wichtig. Jetzt sind wir im Prinzip schon voll in diesen Tipps, Tricks und Hacks, Learnings von euch drinne. Vielleicht nochmal auf den Punkt gefasst, vielleicht auch jeder von euch, wie ihr mögt, die drei konkreten Tipps an Gründerinnen und Gründer, die ihr weitergeben würdet, wenn einer eine Idee hat und jetzt weitermachen möchte. Also, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich dazu sagen wollte, was eben jetzt gut passt, ist das Thema Umfeld. Umfeld ist wirklich mit einer der wichtigsten Faktoren, die man sich aufbauen muss. Weil man muss sich das so vorstellen wie ein Magnet, der dich in eine bestimmte Richtung zieht. Wenn du in einem falschen Umfeld bist, kannst du so motiviert sein, wie du sein möchtest. Also, das ist ganz krass. Du kannst der beste Mensch sein, also von deinen Fähigkeiten her. Aber wenn dein Umfeld falsch ist, dann zieht es dich immer in die falsche Richtung. Wenn du aber dein Umfeld richtig setzt, dann zieht es dich in die richtige Richtung. Das heißt, es ist wirklich so ein Magnet, den du dir selber aufbaust, wo du automatisch in die richtige Richtung gezogen wirst und auch automatisch ständig motiviert bist, weil du mit den richtigen Leuten umgeben bist. Und das haben wir jetzt eigentlich auch erst in den letzten 2-3 Jahren wirklich gemerkt und uns auch selber ein Umfeld aufgebaut. Und das ist ja auch nicht super easy am Anfang, weil du niemanden kennst. Das ist wirklich ein iterativer Prozess. Du gehst auf Veranstaltungen, lernst neue Leute kennen, kriegst Intros und so weiter. Aber irgendwann bist du in der Lage, aktiv zu entscheiden, ey, wen willst du in deinen Kreisen drin haben? Und wenn du das wirklich sinnvoll machst, dann boostet das nochmal alles, was du machst, auf ein nächstes Level. Okay. Also Stichwort 1, das Thema Umfeld. Nico, vielleicht bei dir 2 weitere Tipps, konkrete an Gründerinnen und Gründer. Ich glaube, zum einen nochmal, weil das eben so super wichtig ist, das Thema Fokus an sich, einfach um da nochmal einen Haken dran zu machen. Und vielleicht, das hängt so ein bisschen mit dieser Orientierung, mit diesem Spotify-Beispiel zusammen, eben das Rad nicht neu zu erfinden. Das haben wir auch mal, auch so eine kleine Anekdote. Wir haben ein größeres Redesign letztes Jahr gemacht, haben uns dann richtig fancy überlegt, wie wir unsere App-UI aufbauen können. Und am Ende hatten wir dann auch Calls mit Apple, weil wir da auch Kontakte hatten. Die hatten unser UI dann auch auseinandergenommen und nach wirklich 3 Monaten wahrscheinlich iterativer Prozess kam am Ende halt eine App-UI raus, die du halt kennst, weil die Nutzer, die auch kennen, die sind es gewohnt, dass unten das fucking Menü ist und du kannst dich da
2 Monate totschlagen und was anderes überlegen, aber am Ende ist das halt für den Nutzer am besten und es führt jetzt nicht zum Erfolg deiner Company, wenn deine UI irgendwie besonders fancy ist. Ja, deswegen einfach das nutzen, was einfach bewährt ist und wirklich auf diesen kleinen Teil konzentrieren, der den Unterschied erzeugt in deinem Produkt. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich der größte Hebel. Und wenn man sich die ganz großen Companies anschaut, was macht denn Netflix, was macht Spotify, was macht HelloFresh? HelloFresh hat das Rad nicht neu erfunden. Die haben gemerkt, es gibt Leute, die haben Bock auf Kochen, aber deren Problem ist, die haben nicht Bock, sich die Zutaten zusammenzusuchen. Und viele haben auch keinen Bock, sich die Rezepte zusammenzusuchen. Also haben sie einfach alle Probleme gelöst, aber was gemacht, was es schon gab? Essen. Also das Habit gab es schon vorher, da zu kochen. Spotify genauso. Die Leute wollten vorher schon Musik hören. Jetzt haben sie es einfach an einen Ort gepackt. Netflix auch, Filme gibt es auch. Ne? Und deswegen, daran erkennt man wahrscheinlich auch eine Idee, die höchstwahrscheinlich, ich sag nicht unmöglich ist, aber sehr schwer umzusetzen ist. Weil es gibt wahrscheinlich so ganz grob 2 Richtungen, die du gehen kannst. Entweder du hast eine Idee, die so futuristisch ist, dass die, wenn du die pitcht, sich richtig geil anhört. Aber wenn du dann überlegst, welches Problem sie aktuell in der heutigen Zeit löst, dann ist es super schwer, die umzusetzen. Und das sind meistens auch die Ideen, die scheitern, weil sie eben nicht ein Problem im Jetzt lösen. Und dann gibt es Produkte, die machen einfach nur eine bestimmte Sache, die ist schon besser. Und die sind super schnell gegründet und sind super schnell erfolgreich. Und so kann man, finde ich, auch immer ein bisschen validieren, ob die Idee, auch vielleicht so eine Teilidee, die wir auch in der Company hatten, ob die wirklich jetzt sinnvoll ist oder ob das so eine futuristische, idealisierte Vorstellung von uns ist, die wahrscheinlich gar nicht funktionieren wird und die gar nicht gebraucht wird. Auch dafür vielen Dank. Ich glaube, das ist ein richtig guter Talk. Wir haben echt viele Gründerinnen und Gründer inzwischen an der Hochschule Fresenius. Und 47% unserer Studierenden geben an, dass das Thema Gründung einen echt großen Stellenwert in ihrer Karriereplanung hat. Also auch deswegen haben wir das Thema Gründungsförderung auch hier so groß auf unsere Agenda geschrieben. Deswegen sind solche Talks mit euch hochinteressant für die Menschen, die bei uns studieren und diese ganzen Tipps einfach in sich saugen dürfen, um sie in irgendeiner Art und Weise in ihrer Gründung anwenden zu können. Wir an der Hochschule haben einen ganzheitliches und strukturiertes Gründungsförderungskonzept aufgelegt. Da gehört sowas dazu, was ich gerade jetzt mit euch mache. Einfach Einblicke, Motivation, Inspiration von echten Gründerinnen und Gründern. Aber da gehören auch eine ganze Menge andere Dinge dazu, wie die Vermietung von Infrastruktur, wie natürlich der Versuch, sie auch in finanzielle Netzwerke reinzukriegen mit Investor Days. Dazu gehören aber auch natürlich Events und Coaching- und Education-Programme. Und das würde mich jetzt nochmal zu einer ganz speziellen Frage hinführen. Habt ihr in eurem Gründerdasein irgendwie Gründungsförderung genießen können? Und wenn ja, wo war das? Oder wenn nein, warum nicht? Inwiefern konntet ihr da irgendwo Teil von werden, von so einem richtigen Gründungsnetzwerk? Wir haben jetzt nicht konkret Gründungsförderung bekommen. Also man kann eigentlich sagen, dass wir Simple Club gebootstrapped hatten. Man muss fairerweise auch sagen, wir hatten mal für kurze Zeit einen strategischen Partner, haben wir uns aber offen gesagt eher mit verbrannt und am Ende war es teurer als das, was es uns gebracht hat. Eine andere Fuck-up-Story, die wahrscheinlich den Rahmen sprengt. Auf jeden Fall, ja, wir haben das nicht konkret gehabt, aber wir können heute, glaube ich, gut sagen, wie viel es vielleicht gebracht hätte. Und was wir trotzdem gemacht haben, ist eben genau dieses Thema Umfeld. Wir haben uns versucht, so früh wie möglich dieses Netzwerk aufzubauen, mit anderen Unternehmern uns zu connecten, Wert auch auszutauschen. Also nicht nur dieses hier eine Visitenkarte und hier ist meine so, was super strange ist, sondern wirklich auch eine Freundschaft aufzubauen. Und das hat uns schon enorm viel geholfen, weil wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir merken, hey, wir brauchen einen Rat oder einfach nur einen anderen Input zu einem bestimmten Thema. Wir kennen einen anderen Unternehmer oder generell andere Personen, die uns da vielleicht Input geben können. Deswegen, um das nochmal zu wiederholen, ich glaube, so Gründungsnetzwerke, deswegen machen wir auch Startup-Teams, bringen enorm viel und das würde ich auf jeden Fall nutzen und eben aktiv von Anfang an gucken, das aufzubauen. Weil das darf man nicht unterschätzen, wie viel es bringt, wenn du heute jemanden anrufen kannst, weil du irgendeine Frage hast. Das ist genau dieses Thema wieder Rat nicht neu erfinden. Ja, passt wahrscheinlich auch genau zu dem Punkt, den Alex eben angesprochen hat, nämlich, dass du dein Umfeld aufbauen musst. Und ich meine auch das Thema Netzwerken, Gründernetzwerke ist ja auch ein Teil im Prinzip eines Umfeldes, um das überhaupt auch vielleicht richtig aufbauen zu können als Quelle dafür, das zu nutzen.
Ja, mega gut. Wir wollen jetzt aber nicht nur die positiven Seiten beleuchten. Ich würde jetzt nochmal abschließen. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Würde mich nochmal auch wirklich, du hast gerade schon ein Wort in den Mund genommen, Fuck-up-Stories. Würde mich nochmal interessieren, was war denn euer größter Fehler? Was war denn eure größte Hürde, die ihr nehmen musstet in eurem Gründerdasein? Weil aus Fehlern lernt man ja meistens am besten. Und das ist auch wichtig, das auch immer wieder aufzuzeigen, dass Gründen nicht immer nur hip, modern und sexy ist, sondern auch echt fucking hart sein kann. Und dazu gehören halt auch Fehler dazu. Deswegen die konkrete Frage an euch, was war euer größter Fehler in eurem Dasein bei Simple Club? Grundsätzlich erstmal, jeder, wie du angesprochen hast, ne, jeder Fehler, den wir bisher gemacht haben, hat so einen positiven Langzeiteffekt dann erzeugt, dass wir eigentlich keinen dieser Fehler wirklich vermieden hätten im Nachhinein. Weil durch jeden dieser Fehler haben wir Simple Club nochmal auf ein neues Level gesetzt. Und das ist das Wichtige, dass man das auch realisiert. Jetzt, du hast uns am Anfang auch so vorgestellt als erfolgreiche Gründer und so weiter. Das ist ja immer nur das, was dann diese kleinen Peaks sind, die man irgendwo sieht auf Social Media oder wenn wir ein Video hochladen oder so. Man merkt sich die guten Sachen, die voll abgegangen sind. Aber wir haben so viel Scheiße gemacht zwischendrin. Wir haben so viel Sachen gemacht, die nicht funktioniert haben, die auch keiner mehr weiß. Ein kleines Beispiel war tatsächlich hier diese Expansion nach USA und Indien. Wir haben einfach 300 Videos für USA und 300 Videos für Indien produziert. Und Indien sogar auf indischem Englisch. Also wir haben uns wirklich auseinandergesetzt, wie diese Sachen auszusehen haben. Und das war ein unfassbarer Aufwand. Wir haben es gelauncht, heute weiß keine Sau mehr davon, weil es auch nicht gut funktioniert hat und weil wir gesagt haben, wir ziehen das nochmal auf Deutschland zurück. Also das ist, glaube ich, jetzt, um mal nicht auf ein konkretes Ding reinzugehen, sondern wirklich allgemein zu sagen, ist komplett normal, dass Fehler entstehen und die sind verdammt gut, weil erst durch die Fehler sind wir gewachsen. Und das ist jetzt als letzter Punkt dazu noch, das ist wirklich das Wichtigste, was wir bisher erkannt haben. Simple Club wäre auf jeden Fall nicht das, was es heute ist, wenn wir diese Sachen nicht gemacht hätten. Zum Beispiel der eine größte Fehler hat dafür gesorgt, dass wir ein Geschäftsmodell aufgebaut haben, was funktioniert. Wir sind als eines der wenigen Startups in diesem Education-Tech-Bereich weltweit profitabel. Und zwar, also wenn man es prozentual sieht, verdammt gut profitabel. Das hätten wir nicht geschafft, wäre das Ganze nicht passiert. Und das heißt, egal welchen Fehler du machst, es zwingt dich immer, eine Lösung zu finden. Und es ist eigentlich immer das perfekte Zielframework. Du bist gezwungen, eine Lösung zu finden und du bist gezwungen, diese Lösung fucking schnell zu finden. Und das sind die besten Voraussetzungen, um zu wachsen. Cool, mega gut. Nico, würdest du das unterschreiben oder willst du noch was ergänzen? Würde ich sofort unterschreiben. Bin gerade voll hyped. Hoffentlich machen wir wieder einen riesigen Fehler. Ich hab Bock. Ich denke, was wir alle unterschreiben können, Gründen ist ein ständiges Auf und Ab. Es gibt nicht nur einen Weg im Gründertum. Man steht morgens auf und hat wieder eine neue Herausforderung, die man lösen muss. Ich glaube, das ist normal und man wird auch immer wieder Fehler machen. Ich glaube, man muss ja auch Fehler machen, um so erfolgreich am Ende auch werden zu können. Damit sind wir am Ende. Ich freue mich. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, war, glaube ich, ein super Austausch. Ich habe mega viel gelernt über Simple Club, aber auch von euren tollen Stories, von euren Erfahrungsberichten, aber auch von euren Fehlern. Ich glaube, auch ganz viele Gründerinnen und Gründer. Ich hoffe, dass wir jetzt da draußen auch einige junge Menschen noch mehr motivieren und inspirieren konnten. Mir ging es immer so, wenn ich anderen Gründern zugehört habe oder wenn ich auch so wirklich tollen Gründern wie euch, Nico und Alex, zugehört habe, dann kitzelt das mir so unterm Arsch, dass ich eigentlich direkt aufstehen würde und direkt an meinem eigenen Geschäftsmodell wieder fallen möchte und nachjustieren möchte. Aber so muss es sein. Das ist auch Gründerförderung. Deswegen sind so Gründer-Events, Gespräche, glaube ich, so wichtig. Wenn wir den einen oder anderen mehr draußen erreichen konnten und mehr inspirieren und motivieren konnten, alle Informationen auch zum Kompetenzcenter Entrepreneurship der Hochschule für Seniors findet ihr auf unserer Landingpage hs-fresenius.de/gründen. Alle Informationen, unser ganzheitliches und strukturiertes Förderkonzept mit allen Events, Anmietung von Gründerschreibtischen, Gründerbüros, aber natürlich auch ganz neu, bei uns kann man jetzt auch Entrepreneurship studieren. Wir gehen mit 3 Masterstudiengängen an den Start, Unternehmensgründung, Business Development und Unternehmensnachfolge. Kleiner Werbeblock für alle Gründerinnen und Gründer da draußen. Aber vielleicht auch nochmal für euch spannend, Alex und Nico, guckt mal, ich lade euch auch ganz gerne ein, bei uns nochmal im Kompetenzcenter Entrepreneurship vorbeizuschauen, vielleicht auch nochmal auf unsere Landingpage zu schauen, echt super, was wir machen und wir geben gerade richtig Gas. Wir haben auch vom Bundeswirtschaftsministerium eine Förderung von 2 Millionen Euro erhalten, um Gründungsförderung richtig professionell
leben zu können an der Hochschule Fresenius. Wir haben uns auch ein ziemlich dickes Ziel gesetzt. Wir wollen Gründer- und Unternehmerhochschule werden bis 2023. Daran arbeiten wir und da brauchen wir auch echt so coole Leute wie euch. Alex, Nico, aber das Schlusswort soll euch gehören. Vielleicht habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet. Ich danke euch, dass ihr da gewesen seid und ein Teil von unseren kleinen Aktivitäten an der Hochschule Fresenius wart. Ja, vielen Dank. Ja, wir können da einfach das Ganze genauso abschließen wie du. Und vielleicht als letztes Wort dazu an alle, die gründen. Es gibt diese eine Statistik, die immer behauptet, ne, dass in der Vergangenheit so und so viel Prozent der Gründungen gefailt sind. Und das wird oft als Vorwand genommen für Neugründungen zu sagen, ah, vielleicht klappt es nicht, ich suche mir noch einen Plan B nebenbei und so weiter. Beachtet dabei, alle diese Statistiken beruhen auf der Vergangenheit und sind kein Naturgesetz. Das heißt, ihr entscheidet selber, ob diese Statistik auch in Zukunft erfüllt sein wird. Deswegen bleibt am Ball. Hätten wir es nicht gemacht, hätten wir 1000 Möglichkeiten gehabt zu failen. Das vielleicht so als letztes Wort. Super Mann. Schlusswort. Mach's gut. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank, Alex. Und bis bald. Danke auch. Tschüss. Bis dann. Hau rein. Ciao.